Peter, viermal 0 zu 0. Noch immer sind wir Tabellenletzter, aber mit den Spielen gegen Bochum und Stuttgart haben wir jetzt wichtige Begegnungen vor uns. Wie würdest du unsere Ausgangslage dafür beschreiben? Ja, viermal 0-0 war mir so ein, kann man kräftiger sagen. Also insofern, ich habe es auch so empfunden, dass das vier sehr, sehr gute Spiele waren, im Defensivbereich natürlich. Das spricht das Ergebnis ja auch dafür. Aber ich sehe uns gut aufgestellt für die Wochen der Wahrheit, die jetzt vor uns liegen, wo wir auf Konkurrenz in unmittelbarer Tabellennähe treffen. Und von daher freue ich mich sehr drauf und spüre auch einen sehr positiven Wind innerhalb der Gruppe. Unser Kader wurde im Winter nochmal ordentlich umgebaut. Und obwohl es eine neue Truppe ist, hat man das Gefühl, dass sie schnell zu einer Einheit geworden sind. Stimmt dieser Eindruck? Ja, absolut. Und das liegt meiner Meinung nach vor allen Dingen an der Integrationsfähigkeit der Spieler, die wir da haben. Diese Gruppe, der harte Kern, der hat sich gefunden und ist sehr, sehr offen für die Spieler, die neu dazugekommen sind. Und zum anderen liegt das natürlich auch am Integrationswillen derjenigen, die kommen, die sich darauf einlassen, die Strukturen respektieren, die auch sehr, sehr offen sind und auf die Menschen zugehen. Und von dem her ist der Eindruck absolut richtig. Das ist eine inzwischen schon sehr, sehr harmonische Einheit. Wir kämpfen um den Klassenerhalt. Was sind unsere besten Argumente in diesem Kampf? Da drüben, unser Stadion, unsere Fans, unsere Stimmung, das, was Schalke bewegen kann, wenn Schalke mal ans Siegen kommt. Da müssen wir gar nicht so lange zurückgucken, wenn wir an die Zeit in der zweiten Liga und die letzten 9 Spiele denken. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir uns jetzt von Spiel zu Spiel weiter steigern werden und dass wir mit dem ersten Sieg, den wir natürlich brauchen als Motivator, als Anschubskraft, dass wir dann auch weiter bei uns bleiben, bei der Art und Weise, wie wir Fußball spielen und dann auch die nötigen Punkte einfahren, um vor der nächsten Nationalmannschaftspause dann wirklich nochmal deutlich näher in Schlagdistanz zu sein. Hinter uns trainiert sie gerade die Mannschaft. Welche Erwartungen hast du an das Team? Fokus auf jedes einzelne Spiel, auf jede einzelne Trainingseinheit, hohe Aufmerksamkeit, Fehler auszubügeln, weil Fehler werden immer wieder passieren, gerade in der Teammannschaft. Alles jetzt gerade in diesen Zeiten dafür tun, damit wir nachher nicht da stehen und sagen, ach, hätten wir doch mal, weil das, was Klassenerhalt heißt, das passiert eben jetzt. Das passiert genau in dieser Zeit, in der wir uns die Punkte holen müssen, um dann nachher am Ende, wo es ja sowieso dann nochmal maximalen Druck geben wird und maximale Spannung geben wird, um dann noch mit dabei zu sein.